Hallo, willkommen zur Ahmed-Küche. Heute machen wir Wachtelbohne-Eintopf. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe 500 Gramm Wachtelbohne, frisch. 500 Gramm Rindfleisch. Ich muss sagen, Fleisch ist. Ja, ja, ich wollte Hackfleisch sagen, weil ich immer mit Hackfleisch mache. Also, gewürfelter Rindfleisch bitte 500 Gramm. 1 Teelöffel Pfeffer. 2 Teelöffel Salz. 10 Gramm Mehl. 30 Gramm Tomatenmark, eine rote Paprika, Spitzenpaprika habe ich, das sind ja türkisch, 4 Stück, eine Karotte, 200 Gramm Cocktailtomaten, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauch. Wir fangen gleich an. Ich hole den Topf her. Du hast eins vergessen. Was? Neben dem Tomatenmark und dem Pfeffer. Achso, ja, das Thymian, das kommt in Schluss. Wenn Essen gekocht ist, kommt der Thymian rein. Ich. Alles klar. Wie viel? 2 Teelöffel. Danke. Danke, okay. Jetzt schiebe ich das da rein. Ich mache alles mal erst weg kurz. Mein Öl. 4 Esslöffel Rapsöl, bitte. Da rein, ja. Du sagst, wenn 4 Löffel ist. Weißt du das? Ist das okay? Jetzt. Gut. Was ich nicht alles machen muss inzwischen. Ja, du musst mich auch mal helfen, gell? So ist es nicht, wo ich meine. Hier. So ist schon warm. Kann man gleich reintun. Und noch. Ich habe ja 7 oder 8, mache ich lieber 8. Das Eis ist richtig. 8 von 9. So. Das Fleisch bitte so lange anbraten, bis keine Flüssigkeit da ist. Das kann bis 10 Minuten dauern. Immer wieder mal umrühren. Bis gleich. Jetzt geht es weiter. Wie ihr seht, keine Flüssigkeit mehr da ist. Jetzt fange ich an mit Zwiebeln zuzuschneiden. Zwiebel, Karotte und Paprika kommt da rein. So, jetzt schneide ich erstmal die Zwiebel. So, alles da rein. Umrühren. Jetzt machen wir die Paprika. Oh, jetzt was ich mache. Hey, guck mal. Schon, ne? Die schneide man nicht so klein. So groß wie Wachtelbohne ist. Also natürlich mundgerecht alles schneiden. Wenn ich so klein schneide, dann sieht man es nicht. So. Okay. Und jetzt kommen die Karotte. Oh, das war Knöpfe. So, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt bitte Butter rein. Dann machen wir das ungefähr 20 oder 30 Gramm. Wie immer. Wie immer. Diät? Machst du weniger? Diät, ja, Diät macht keiner rein. Wer kein Diät macht, allein. Jetzt schneiden wir die anderen Brüder, muss ich noch schneiden. Also, machen wir das weg. Die schneide ich so 1 cm groß. Wenn ich so kleine mache, sieht man nichts. Ja. Ne? Man soll das nicht. So, rein. So, mit Knoblauch. Auch klein schneiden. So. Gut, wunderbar. Knoblauch rein. Das kommt noch besser. Knoblauch. So. Lass mich da. Ja, mal aufregen. So. Jetzt die Tomaten. Okay.
Die Tomate tun wir nur noch halbe teilen, also nicht so. Nur die Hälfte. Nur durchgehen. Ich nehme immer zwei. Eine dauert so lang. So, okay. Zwei mal. Macht ruhig eins. Nein, kann. Nee, nicht du, die Zuschauer. Ach so. Ja, nicht, dass ich nachher was anderes anbiete. Nein, wir machen vielleicht große Tomaten rein. Die müssen ja das nicht. Ja, ihr müsst keine Cocktailtomaten nehmen. Ja. Nein, das sind meine eigenen Tomaten. Darum, das sind die letzten jetzt. Also diese Jahre war es ja super gut. Ey, die Tomaten, die wir gesehen haben. Falls ihr die Tomaten verpasst habt, guckt kurz bei Instagram rein. Da ist ein richtig schönes Foto von den Tomaten. Ja. Sowieso schaut bei Instagram rein. Ja, richtig schön ist. Wunderbar. Moment, noch mehr. So, jetzt. Dann auf das Reich. Ich glaube, das reicht schon. Es war ungefähr, wie viel war es? 4-5 Minuten? Alles zusammen? Angebraten? 5 Minuten. Okay, jetzt kommt Mehl rein. 10 Gramm war es Mehl und da Tomaten macht. Moment, jetzt dauert es. Muss ich mal schön bearbeiten. So eine Minute. Jetzt mache ich ja Tomate rein. Jetzt haben wir Wasser. Gucken wir mal. Ich mache jetzt die Tomaten noch ein bisschen. Okay, jetzt kommt Salz und Pfeffer rein. Wasser, ich guck mal, wie viel das sind jetzt. Moment, ich sag, wie viel Wasser kommt. Das muss Wasser so gedeckt sein. Moment. Bohne. Jetzt kommt die Bohne rein. Wachtelbohne. Das ist Wachtelbohne, weiß ich nicht. Jetzt kommt die mir vor, wie, als wären so ein Papagei oder so. Wachteln, das sind Vögel, ja? Ja, ja. Mal, ja, mach die noch weiter rein. Okay. So, das war jetzt 700 Milliliter Wasser. Aber das kann sein, dass später noch reinkommt. Weiß ich jetzt noch nicht, aber werden wir sehen. So, Deckel brauche ich. So. Wenn es Kochen anfängt, bitte runterschalten auf 2. 40 bis 50 Minuten muss man sie kochen. In 40 Minuten kontrolliere ich, ob das gut ist. Eine genaue Zeit gebe ich an, ungefähr. Bis gleich. Wir sind jetzt fertig, hat 60 Minuten gebraucht. So, jetzt machen wir mal auf kurz. Okay. So, jetzt kommt Thymian Esche rein. So, umrühren. Der kam echt spät rein. Ja, ja, sonst werden sie, Essen wird dann bitter. Wenn du vorher reinmachst. Immer am Schluss. Außer ein paar Kräuter. Es gibt Bohnenkraut, den muss er anfangen reinmachen. Aber okay. Wir tun jetzt gleich servieren. Aber am besten natürlich 10, 15 Minuten Essen immer ruhen lassen. Dann ist es besser natürlich. Okay, wir servieren jetzt gleich. So, nochmal rein. So. So kann man sie servieren. Da ist schon noch ein Teller bei. Achso, ja. Okay. So kann man sie servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Eintopf. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.